In einer Beziehung werden Frauen schneller gewalttätig als Männer. Das behauptet zumindest eine Studie der Gesundheit in Deutschland. So ein Schwachsinn! Ich meine, wer lässt sich von einer Frau schlagen? Du! Au! Was geht ab, meine werten Zuschauer? Und willkommen zu Eblali. Pew, 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 pew. Wie es bei den Apps der Fall war, habe ich auch die dümmsten Studien vor einiger Zeit durchgenommen, doch es gibt mehr. Und was meine Wenigkeit vorhin sagte mit Frauen und Gewalt, ist tatsächlich wahr. Dass es vollkommen unvorstellbar ist, macht natürlich Sinn. Ich meine, wenn beispielsweise Männer Frauen schlagen, kommt ungefähr das bei raus. Er hat mich geschlagen! Willst du mich verarschen? Das war ein Po-Klatscher! Pervers ist der Tatverdächtige offenbar auch. Was? Aber das ist meine Frau! Haben Polizisten immer so schöne Muskeln? Auf der anderen Seite jedoch, wenn Frauen Männer schlagen... Alter, was hat deine Frau dir angetan? Mann, sie schlägt mich. That's reality, bitches. Eine andere Studie besagt, dass Sechsjährige ihre Lehrer schon sexuell belästigen können. Also, damit meine ich nicht dürfen, sondern dass es überhaupt vorkommt. Da denke ich mir einfach nur, what? So erhielt beispielsweise eine knapp 50-jährige Lehrerin von ihrem 6-jährigen Schüler sexuelle Angebote. Aha. Natürlich. Ja, ich glaube, die Olle hat den Johannes ihres Mannes mit dem eines 6-Jährigen verwechselt. Booyah! Und dass der Junge das irgendwo aufgeschnappt hat, ohne zu wissen, was er labert, ist unrealistisch, oder was? Tja, eine Frau, die einiges offenbar ernst nimmt. Frau Lehrerin, krieg ich vielleicht doch eine 3, bitte? Du, das kann ich nicht machen, tut mir leid. Und was, wenn ich mein zwischen und reibe und schade. Bei der Hoffnung habe ich mir was Größeres vorgestellt. Hallo, ich bin Sex! Ja, aber natürlich! Apropos Sex. Wusstet ihr, dass die sexuelle Aktivität unter anderem vom Musikgeschmack beeinflusst wird? Ja, das, meine werten Freunde, ergab sich durch die Umfrage einer Musikdating-Community. Wenn ihr beispielsweise Adele oder Katy Perry hört, tendiert ihr mehr dazu, sogenannte Bettmuffel zu sein, als ihr zum Beispiel Nirvana-Fans. Wie geil ist das denn? Ich meine, wie ist denn das mit Justin Bieber-Fans? Nee, warte mal, mit 9 ist man zu jung für sowas. Wobei, der 6-Jährige. Aber ernsthaft jetzt, wie ist denn das zum Beispiel mit Dubstep-Fans? Wir sind Maschinen, oh yeah. Stichwort Maschinen. Ich habe gelesen, dass 13,4% aller Menschen in Deutschland ihren Computer hässlich finden. Hässlich. Ohne Scheiß. Was interessiert es mich, ob mein Rechner schön ist? Es zählt, könnte man sagen, was drin ist. Genau wie in meiner Hose. Aber das ist so, als würde man sich über eine Kaugummidose beschweren oder so. Diese Kaugummidose ist abgrundtief hässlich. Schatz. Sie ist hässlich. Na schön, dann tut die Kaugummis in was Wunderschönes rein. Okay. Und alle weg waren sie plötzlich. Zauberei! Um Zauberei! Geht's bei dem nächsten sogenannten Studio. Harry Potter Romane haben, könnte man sagen, eine verzaubernde Wirkung auf Patienten in der Notaufnahme. Und jedes Mal, wenn ein neuer Teil rauskam, ging die Zahl der Patienten erheblich zurück. Okay, warte mal, wir haben eine britische Studie über britische Fanpatienten zu einem unglaublich erfolgreichen britischen Roman. Wie kann man sich das nur erklären? Hä? Ich dachte, du wärst in der Notaufnahme. Ich muss rausfinden, wer stirbt. Ich muss rausfinden, wer stirbt. Ich muss rausfinden, wer stirbt. Jetzt kommen! Ich will rausfinden, wer stirbt. Ich will rausfinden, wer stirbt. Ich will rausfinden, wer stirbt. Ja, das tut weh. Und wisst ihr was? Auch wenn eine Person erhängt wird, tut das weh. Ja, das, meine werten Zuschauer, fand nämlich ein schlauer Gerichtsmediziner raus. Der sogenannte Nicolas Minovinci. Ich bin romantisch. Er hängte sich 12 Mal, während einige Leute aufpassten. Die Folge? Wochenlang andauernde Schmerzen. Wer hätte es gedacht? Aber damit kam er zu einem unglaublich überraschenden Ergebnis. Haltet euch fest. Das Erhängen, man kann es kaum glauben, ist schmerzhaft. Endlich bin ich nicht mehr dumm. Das war bestimmt so einer, der als Junge seine Finger nicht lassen konnte vor gefährlichen Sachen. Tut das weh? Tut das weh? Was machst du? Ich will wissen, ob das weh tut. Das tut weh. Machst du das nochmal? Anders kann ich es mir nicht erklären. So eine Art von Dummheit kann jedoch getopft werden. Und zwar von einem britischen Forscher. Was ist nun mit den Briten los? Der wollte ohne Witz mit einer Studie belegen, dass Wasser nicht flüssig ist. Die jedoch schlug zu seiner Enttäuschung fehl, da Wasser doch flüssig ist. Tja, da hätte man auch einfach Captain Obvious fragen können. Ja, auch der muss eine interessante Kindheit gehabt haben. Lass die Katze runter. Das ist ein Hund. Das ist eine Katze. Wo, 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 wo? Hören Sie? Das ist ein Hund. Ich hab rechts. Was für ein sympathischer Mann. Hehe. Aber ernsthaft jetzt, was haltet ihr über den ganzen Fakten und welches ist die bescheuertste davon? Schreibt die Kommentare auf der Höhe meiner Unterhose. Der ist hier überhaupt nicht alt. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach hoch. Hier, meine Freunde, geht zum ersten Teil von die dümmsten Studien. Ich schier voll scheiße Bildung und so. Und hier zur letzten Alitäts-Folge. Und ja, wenn ihr mich weiter rumspacken sehen wollt, klickt auf Abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut raus. Juhu! La 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 la
Sometimes.